Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alles Lob gebührt Allah, dem Allmächtigen. Und wir bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit existiert, außer einzig Allah, der Erhabene, und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Glauben, mich haben nun viele Geschwister gefragt, und auch Nicht-Muslime, sehr viele Nicht-Muslime, ob ich nicht meinen Weg zum Islam ihnen nochmal erläutern könnte. Und deswegen mache ich dieses Video. Also eigentlich habe ich das schon sehr vielen Leuten erzählt, und wenn man das sehr vielen Leuten erzählt hat, dann denkt man, man braucht das nicht nochmal zu sagen, weil das wird irgendwann langweilig für die Leute. Aber es gibt nun mal immer noch Leute, die das nicht mitbekommen haben, wie ich zum Islam konvertiert bin, und die sich dafür interessieren. Und deswegen versuche ich auf diesem Wege einfach mal mit ein paar Worten meinen Weg zum Islam, wie ich den Weg zum Islam gefunden habe, einfach mal mitzugeben. Ja, also zunächst einmal kam bei mir ziemlich früh die Frage als Kind schon, was eigentlich der Sinn des Lebens ist. Ich meine, jedes Kind wird ja ein bisschen von seinen Eltern beeinflusst in seinem Leben, ja, und speziell im Kindesalter. Und da lässt man sich ja einfach leicht führen von den Eltern auch. Und meine Mutter hat damals nicht irgendwie irgendetwas praktiziert an Glauben. Sie hat einfach frei dahin gelebt und ihr Leben so eingerichtet für sie, was sie für sich selber als richtig empfunden haben. Ich wurde zum Beispiel, also ich bin Christ, ja, ich wurde getauft, aber ich war Katholik, nur ich habe nichts praktiziert, außer die Konfirmation, so wie die meisten das auch, denke ich mal, die getauft worden sind. Die meisten, die kriegen dann an diesem Tag ihre Geschenke, und das ist auch, wo Kinder sich dann darauf freuen, und das war es dann auch. Aber ich habe mich nie verbunden gefühlt mit religiösen Unterrichten, oder wenn ich irgendwas gehört habe, Propheten, Gott oder solche Sachen, habe ich immer gedacht, oh Gott, wovon labern die jetzt gerade, wovon reden die da? Ich fand das immer total langweilig, und ich war desinteressiert und habe einfach mein Leben so angepasst, wie mein Umfeld ist. Und für mein Umfeld, was war für mein Umfeld wichtig? Ansehen, Geld, Erfolg, ja, allgemeiner Erfolg. Ja, diese Sachen kriegt man schon von klein auf mit, dass diese Sachen für die Gesellschaft, in der ich groß geworden bin, sehr, sehr wichtig war. Und dementsprechend hält man sich auch daran. Ich habe zum Beispiel dann früh angefangen, Fußball zu spielen, und habe mir dann auch geträumt, Fußballer zu werden. Später bin ich Läufer geworden, habe dann geträumt, Laufprofi zu werden. Halt diese Sachen, der eine wollte vielleicht Musiker werden, bei mir war das halt mit dem Sport verbunden. Der andere will Schauspieler werden, das war jedem anders. Nur letztendlich, diese Dinge, habe ich von der Gesellschaft mitgenommen, weil man merkt, dass sie in der Gesellschaft sehr wichtig sind. Aber die wichtigste Sache, wo ich dann später selber drauf gekommen bin, wo mir nie einer eine Antwort darauf gegeben hat oder konnte, ja, das war, was ist der wahre Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Ich habe Sachen übernommen, die für die Menschen wichtig ist: Arbeit, Ausbildung, Schule, schulischer Abschluss. Ja, diese Sachen habe ich ernst genommen, weil ich habe gemerkt, das hat eine Stellung in der Gesellschaft. Aber der Sinn des Lebens, hat keiner darüber gesprochen. Ja, dann, ich habe mir ja selber zu gewissen Zeitabschnitten immer die Fragen gestellt, warte mal, also ich werde jetzt erwachsen und habe dann einen gewissen Schulgrad erreicht, also eine gewisse Bildung, und in dieser Bildung bewerbe ich mich dann und ich fange an zu arbeiten und ich arbeite bis zur Rente, und nach der Rente gehe ich dann ein paar Jahre in Ruhestand, wenn Gott das dann erlaubt, und danach war es das. Das war für mich sehr schwer nachzuvollziehen und hat auch in mir Ängste ausgelöst, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass danach alles vorbei ist. Dass man hat gelebt für diese paar Jahre, eine Familie zu gründen, ein Haus vielleicht zu bauen, was die meisten sich auch alle wünschen. Ja, und dann am besten mit 2, 3 Kindern, wie die, eine idyllische Familie, alles läuft schön, Sonnenschein, blauer Himmel, was die Menschen alles träumen, was dann meistens doch in der Praxis anders aussieht als in der Theorie, ja, was man sich da zusammen geträumt hat. Da habe ich mir einfach gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht der Sinn des Lebens. Ich meine, wir haben uns von unseren Eltern nicht unsere Partner aussuchen lassen. Wir haben uns von unseren Eltern nicht unsere Hobbys aussuchen lassen. Es kann sein, dass das eine bei dem einen oder anderen zugetroffen ist, dass das Hobby, was er hat, auch das Hobby der Eltern ist. Aber im Allgemeinen, man sucht sich seine Partner selber aus, man sucht sich sein Hobby aus, man sucht sich seinen Job selber aus. Aber was man nicht meistens sich selber aussucht, ist seine Religion, wozu man sich bekennt und was man dann praktiziert, weil die meisten sich einfach keine Gedanken darüber machen. Also ich rede von
von Deutschland, dort wo ich groß geworden bin, ja, da ist das für die meisten kein Thema. Natürlich bin ich auf den einen oder anderen Christen gestoßen, der auch ein bisschen, also was weiß ich, der das ein bisschen ernster genommen hat und dann auch Messdiener war und mit denen war ich auch befreundet und so. Aber ich hatte gar keinen Bezug zu diesen ganzen Sachen. Ich habe diese Sache gar nicht gezogen. Und auch diese Leute konnten mir keine Antwort geben, weil ich habe auch meine Freunde damals gefragt, mit 12, 13, 14, 15, hör mal, was denkst du denn, was ist denn nach dem Tod? Was wird nach dem Tod sein? Und die sagt, ach, nach dem Tod bist du tot. Ja, dann andere, die haben schon sehr früh angefangen zu rauchen mit 15, 16, die haben gesagt, hier raucht ja auch eine, also sterben musst du sowieso mit Marlboro, geht schneller und diese ganzen Sprüche, ja. Ich konnte das nicht nachvollziehen, wie locker die über den Tod geredet haben, dass sie keine Angst hatten, keinerlei Angst und sich einfach so darüber lustig gemacht haben, wir leben nur einmal. Und dann habe ich meine Oma gefragt, ja Oma, sag mal bitte was nach dem Tod, bist du tot, Junge? Meine Mutter gefragt, Mama, bitte sag mir bitte was nach dem Tod. Ich habe gesagt, bist du tot? Und diese Fragen kamen in diesen ganzen Jahren immer und immer wieder und ich habe nie eine befriedigende Antwort bekommen. Niemals habe ich eine Antwort bekommen, die mich befriedigt hat. Einfach nur zu sagen, man ist tot, das war's. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das der Sinn des Lebens ist. Ja, hier einfach eine Familie zu gründen und das war's. Halas, danach bist du weg. Dann gehst du halt für immer aus diesem Leben und versucht man sich das mal vorzustellen, dass man einfach nicht mehr existiert. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also unser Verstand reicht gar nicht dafür aus, dass man sagt, so, wir sind jetzt nicht mehr da. Viele, die versuchen das einfach so zu verdrängen und sagen, doch, das ist so. Aber letztendlich, also ich glaube, wenn man auch die ganzen Filme sieht und wenn man auch mit den Menschen redet, letztendlich hört man überall auch raus, dass dann der eine sagt dann auf einmal doch, ja, ich bin nur ein guter Mensch, ich glaube, dass man in den Himmel kommt. Oder die anderen glauben sogar, ich habe von manchen sogar gehört, die denken, dass es in der Hölle Party geben wird und so ganz zusammen, weil die absolut kein Verständnis haben, was Hölle bedeutet. Da singen sie Lieder und sagen dann, ich möchte in die Hölle, weil dort die bösen Frauen sind und böse Frauen tönen mich mehr an und so. Aber die können sich nicht wirklich hundertprozentig, keiner kann sich damit hundertprozentig anfreunden, dass danach nichts mehr ist. Irgendwie denke ich mir, hofft das auch insgeheim jeder, dass es danach weitergeht, besser wird vor allen Dingen. Weil, ich meine, man sieht es ja auch an der Selbstmordrate und auch die Begründung, warum jemand einen Selbstmord macht, ist auch oft, weil die einfach erlöst werden wollen und denken, dass es ihnen danach besser geht, dass sie diese Qual nicht mehr durchmachen. Und ich meine, ich habe dann letztendlich mit 18 die Antwort bekommen auf meine Frage, die ich oft gestellt habe und die mich auch selber gequält hat, weil mein Gewissen hat mir keine Ruhe gelassen. Ich meine, in der Zeit habe ich mir meine Ruhe in den Dingen geholt, die man als Jugendlicher nun mal Ruhe findet. Oder denkt zu finden, meint zu finden. Also zum Beispiel Freundin, dass ich eine Freundin gehabt habe oder dass ich dann auf Partys gegangen bin, ja, dass ich dann halt im Sport aktiv war. Diese ganzen Sachen haben mir dann eine gewisse Befriedigung gegeben, aber diese Befriedigung hat nie lange angehalten. Spätestens am nächsten Tag oder 2 Tage danach hatte ich dann so ein Tief, wo es mir dann schlecht ging und dann, wo ich mir gedacht habe, das kann es doch nicht gewesen sein. Nach 20, 30 Partys, die ich dann durchgemacht habe, irgendwann wurde das schon langweilig für mich, weil ich habe mir gedacht, Subhanallah, das kann auch nicht der Sinn des Lebens sein, diese Partys, weil halt irgendwie ist das immer der Ablauf, immer wieder dasselbe Schema. Ja, auch ob man 500 Partys macht oder 1000 Partys, irgendwie hat das immer denselben Ausgang. Man liegt dann meistens dann am nächsten Tag mit dem Kater im Bett und schläft dann lange und man fühlt sich nicht wirklich toll, auch wenn man am Abend so ein bisschen Spaß gehabt hat. Und man war nicht wirklich damit zufrieden. Also ich war letztendlich nicht damit zufrieden, auch wenn ich schon ein hübsches Mädchen an meiner Seite hatte oder Sporterfolg hatte. Das hat dann, wie gesagt, für einen Tag angehalten, danach war es weg. Dann musstest du wieder für einen neuen Erfolg viel Zeit und viel Kraft reinsetzen, um wieder was Neues zu erreichen. Bis ich dann eine Ausbildung angefangen habe als Industriemechaniker, ja, da war ich gerade 18 Jahre alt und das war Ende erste Ausbildungsjahr. Ja, das war Ende erste Ausbildungsjahr, genau. Und da habe ich einen türkischen Arbeitskollegen kennengelernt und dieser Arbeitskollege, der war ein Mensch, den ich bis dato niemals getroffen habe, von der Art und Weise, wie der sich gegeben hat, ja, wie er sich verhalten hat. Ich war sehr erstaunt über sein Verhalten, weil
Er war nicht nur einfach fröhlich und nett, weil meine Oma war auch fröhlich und nett. Meine Freunde waren auch lustig. Ich meine, mir ging es in dem Sinne nicht schlecht, dass ich schlecht gelebt habe oder keine Freunde hatte. Ich war Klassensprecher, ich war beliebt unter meinen Freunden. Ich war auch in meinem Fußballverein. Ich saß nicht auf der Ersatzbank oder so, dass ich jetzt irgendwie Depressionen wegen gewissen Sachen hätte oder dass mich jemand gehänselt hat. Nein, das war das nicht. Es war vielmehr die Frage. Ja, mir hat die Antwort auf meine Frage, die ich mein ganzes Leben sozusagen mich vorher geplagt hat, diese ganze 7 Jahre, was ist nach dem Tod? Und das habe ich bei diesem Menschen gefunden. Wie gesagt, ich habe andere Menschen getroffen, die auch nett waren, aber er hatte etwas Besonderes. Er war nicht nur nett. Er war sehr aufmerksam, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Er war aufgeschlossen in den Gesprächen. Er war vertrauenswürdig. Er hat geteilt, dieses Teilen kannte ich nur von der Familie, aber nicht von Leuten, die einem nicht nahe sind, besonders in diesem Land. Er hat sein Essen, er hat nicht einfach Essen zu, und das kannte ich vielleicht nicht mal von der eigenen Familie. Der hat kein Essen zu sich genommen, wenn du nicht mitgegessen hast oder du nicht mitgetrunken hast, sei denn du wolltest nicht, du hast abgelehnt, aber er hat es dir wenigstens angeboten. Der hat nicht einfach in sein Baguette alleine reingebissen oder alleine einen Kaffee getrunken, Hauptsache ich habe etwas. Nein, er hat, obwohl ich im ersten Ausbildungsjahr Lehrer bin, hat er mich sehr ernst genommen, als ob ich ein Geselle wäre, als ob ich ein gleichaltriger Mann wäre in seinem Alter und er mich schon Jahre kennen würde. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil das hat sich auch wieder gespiegelt in den Momenten, wo ich Fehler begangen habe. Ja, wenn ich zum Beispiel, wir haben an der Maschine gearbeitet und ich habe vielleicht irgendeinen Fehler gemacht. Und der Fehler, der war auch wirklich beruhend meinen eigenen Händen kam dieser Fehler und ich habe diesen Fehler selber verursacht. Ich war der Schuldige in dem Sinne. Und da sagt man meistens normalerweise immer, ja, boah, guck mal, dieser Dummkopf oder mein Gott, was hast du denn jetzt wieder angestellt? Mann, ich kann mal für gar nichts brauchen. Die ganzen Sprüche, die man als Lehrling bekommt. Aber er hat so etwas nicht gesagt. Er hat gesagt, es ist mein Fehler. Es tut mir leid, dass ich es nicht gut genug erklärt habe. Und ich habe gedacht, warte mal, hallo, ich mache was falsch. Er sagt nicht wie die anderen, weil alle waren immer so patzig zu denjenigen, wenn man einen dummen Fehler besonders gemacht hat. Ja, boah, der ist so liebenswürdig und sagt dann noch, es war mein Fehler. Aber hallo? Was ist das für ein Mensch? Er teilt, er ist aufmerksam, aufgeschlossen, er ist vertrauenswürdig, er nimmt mich sozusagen richtig ernst als erwachsene Person, obwohl ich gerade noch in der ersten Ausbildung Lehrer bin. Und da habe ich mir nur gedacht, warte mal, wieso ist er so? Warum behandelt er mich so? Und dann kam von ihm die Antwort, nachdem ich ihn gefragt habe, weil ich musste ihn fragen. Ich habe ihn einfach nach einer Woche gefragt, sag mal bitte, warum bist du so, wie du bist? Ja, und der Mann hat zu mir gesagt, das war übrigens ein türkischer Arbeitskollege, hat zu mir gesagt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass dieses Leben ein Test ist und dass es nach diesem Test eine Hölle und ein Paradies gibt. Und ich möchte ins Paradies. Und diese Antwort, das war das, das war endlich mal eine Antwort. Ich wusste, dieser Mann hat die Wahrheit gesprochen. Das war das, worauf ich immer gewartet habe, eine plausible Antwort, etwas, womit man das erklären kann, warum man hier überhaupt ist, wo ist der Sinn des Lebens, was mache ich hier, durchlaufe ich so viele Entwicklungsphasen bis hin zum Tode. Das ist doch nicht der Sinn des Lebens, dass ich einfach gewisse Entwicklungsphasen durchlaufe und danach sterbe und das war's. Nein, aber er hat mir die Antwort gegeben. Dieses Leben ist ein Test. Und als er mir das gesagt hat, ich wusste, dieser Mann hat die Wahrheit gesprochen. Ich bin nach Hause, habe die Bibel gekauft, weil ich habe mir gesagt, ich muss mein Buch, also wozu ich zähle, meine Konfession als Katholik, ich muss sie kennen, diese Religion. Ich muss das Buch kennen. Ich habe es durchgelesen, viele Widersprüche direkt feststellen müssen und auch viele Parallelen zum Islam feststellen müssen. Hat mir gedacht, boah, warum hält sich denn da keiner? Keiner in meiner Familie, keiner in meinem Bekanntenkreis hält sich an diese Sachen. Und dann habe ich nach einer Woche festgestellt, dass es keine Ausrede mehr gibt und ich diesen Weg gehen muss. Ich muss diesen Schritt gehen, meine Seele hat danach verlangt. Ich musste dem Islam beitreten, weil es die wahre Religion ist. Ich wusste, ich muss mich unterwerfen. Ich kann mein Leben nicht mehr so führen, wie ich es vorher geführt habe. Einfach nach meinem Kopf, so wie ich es gerade für richtig halte. Nein. Ich musste mich Gott ergeben, um inneren Frieden endlich spüren.